Hallo liebe Tabletop-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Nein, es gibt heute keine Beschreibung vom Battle of the Bulge Kampagnenbuch von Warlord Games, denn das hat der liebe Sascha vom Tabletop Basement schon gemacht. Den Link dazu unten bei den Informationen könnt ihr den finden. Guckt euch das Video an, schöne kurze Beschreibung. Aber was ich bei einigen rausgelesen habe in den Kommentaren zu dem Video, ihr hättet gern mehr zu den besonderen Einheiten gesehen, die es neu in diesem Buch gibt. Habe ich mir gedacht, naja, da machen wir kein ganz neues Video, sondern wir ergänzen das Video vom Sascha und ich zeige euch, was gibt's für neue Einheiten in diesem schönen Buch. Das sind nämlich durchaus ein paar. Genau, wie das Buch in der Grundlage aussieht, habt ihr ja schon beim Sascha gesehen. Jetzt gucken wir doch mal. Da ist das, lass mich nicht lügen, genau, das erste Beispiel. Neue Waffen und Ausrüstungen. Der Rifle Grenade Adapter, sprich, ja, der Gewehrgranat Adapter. Sprich, ihr könnt für eure Soldaten, für die Amis und die Franzosen, für die Briten und für die Deutschen Gewehrgranaten mit einbauen. Das sind bei den USA und Free French 0 bis 3 Stück pro Squad, bei den Engländern 0 bis 1 per Section und bei den Deutschen 0 bis 2 pro Squad. Kann allerdings nicht auf Sturmgewehre aufgebaut werden, kann nur auf K98ern angebracht werden. Steht hier mit dabei. Hat eine Reichweite von 6 bis 18 Zoll, einen Schuss, ist HE, indirektes Feuer und HE mit der 1 Zoll Schablone. Kostet 20 Punkte ja, pro Gerät und es kann auch Rauch feuern. Ich werde die mal ausprobieren demnächst. Könnte, glaube ich, ein paar taktische nette Sachen machen. Ich meine, gerade das mit dem Rauch hat was. Dann geht es weiter. Genau, wieder auch die Seer Selectors, die brauche ich aber nicht zeigen, das ist nichts Besonderes. Neue Einheiten. Alle Nationen, nicht kämpfende, ja, Non-Combatant Squad, nicht kämpfende Einheit. Sprich, das ist quasi das ja, Trüppchen von der Versorgung, von der Etappe, der Koch mit seinen Küchengehilfen und so weiter, die überrannt worden sind. Von wem auch immer. Also das kann es auf deutscher Seite geben, das kann es auf amerikanischer, auf englischer Seite geben, vollkommen egal. Und das sind die. Gilt als Inexperienced Infantry, kostet 30 Punkte, sind 5 Mann, haben Pistolen oder Gewehre, jeden Mix, den man haben möchte. Man kann für 6 Punkte pro Modell bis zu 5 weitere hinzufügen. Die haben dann die Sonderregel We Ain't Food Sloggers. Genau. Die zählen immer, als hätten sie ihren NCO verloren. Haben sie auch keinen, weil es sind keine Kampfeinheiten. Und sie haben minimales Training. Das heißt, sie dürfen keine der sonstigen nationalen Sonderregeln benutzen. Ja. Ganz interessant, denke ich mal, für Turnierspiele nicht, aber für Kampagnensachen und für einfache Spaßspiele durchaus eine nette Sache. Dann gibt es neu den Intelligence Officer. Den gibt es auch wieder für alle. Kostet 21 Punkte Inexperienced, 30 Punkte regulär und 39 Veteran. Hat eine Pistole, Submachine Gun oder Rifle, wie bei jedem Offizier, wie dargestellt. Und kann nur genommen werden, wenn er an einen Offizier, an eine Offizierseinheit oder in die Spezialeinheiten, die noch kommen, mit ergänzt wird, muss genauso gut sein, also sprich Inexperienced, Regular oder Veteran, wie der Offizier, dem er hinzugefügt wird. Und er hat folgende Sonderregel, die da lautet Intelligence. Die kann man einmal pro Spiel benutzen. Am Anfang einer Runde, jeder, egal welche, kann er quasi so die Aufklärungssachen, die gesammelt wurden, also die Intelligence Gazette heißt das Ganze auf Englisch, nutzen. Und darf da einfach mal gucken, bevor der erste Würfel gezogen wird. Dafür würfelt man einen W6, packt dann die Modifikatoren drauf, wenn der Inexperience ist minus 1, Veteran plus 1, regulär bleibt gleich, und bei einer 4+, als Veteran bei einer 3+, als Inexperienced bei einer 5+, darf der Spieler, der den Intelligence Officer aktiviert hat, einen Würfel aussuchen. Das heißt, ich kann dann, wenn ich einen Intelligence Officer habe, kann ich dann entscheiden, okay, ich selber habe den ersten Würfel oder mein Gegner hat den ersten Würfel. Könnte durchaus interessant sein. Dann geht es weiter mit besonderen Einheiten der Amerikaner. Da gibt es das US Intelligence and Reconnaissance Platoon, INR Platoon genannt. Da ist hier eine komplette Aufstellung mit einem Platoon, einem Squad und dann kommt auch der Armored Jeep mit den Bazookas, aber dazu kommen wir gleich. Das Platoon ist ein Intelligence Officer plus 2 Leute. Auch da gibt es wieder Inexperienced Regular Veteran. Klassisch wie der Offizierstrupp. Man kann aber noch 4 Jungs mit Gewehren dazu packen. Und 2 Leute können eine MP kriegen.
Ja, auch die haben wieder das Intelligence-Sonderregel mit drin. Und es sind Recon Troops. Das heißt, die entdecken versteckte Gegner auf 18 Zoll anstatt auf 12. Das Ganze. Achso, ich habe gesagt Platoon. Quatsch, das ist natürlich das Platoon HQ. Nicht ein ganzes Platoon, sondern nur der Kommandotrupp. Dann gibt es die Intelligence and Reconnaissance Squad. Selbes Spiel, nur diesmal ist es ein NCO und kein Officer und drei Leute. Die haben Gewehre. Man kann 5 Mann mit Gewehren dazupacken. Bis zu 2 dürfen eine MP mitnehmen und einer kann ein Bar mitnehmen. Und die ganzen sind im Recon Troops. Also im Grunde so eine, ja, Vorfeldaufklärungseinheit, könnte man sagen. Genau. Die dürfen überall benutzt werden. Genau. Any Theater Selector, der Amerikanern erlaubt, Inexperienced, Regular oder Veteraneneinheiten mitzunehmen, kann 0 bis 1 Platoon HQ und 0 bis 2 INR Squads mitnehmen. Genau. Man kann aber nicht das Platoon HQ und den Officer mitnehmen. Es geht nur eins von beidem. So. Und dann das Ding, auf das da schon ganz viele ganz heiß sind. Das aber zumindest hier leider nur bei der Battle of the Bulge or Rhineland Theater Selectors nutzbar ist. Ja, wenn ihr Bier und Bretzlons Spaßspiele macht, nehmt das Ding, wo ihr wollt. Der Armored Jeep mit Twin Bazookas kostet Inexperienced 84 Punkte, Regular 105 und als Veteran 121, hat 2 M9A1 Bazookas drauf mit einem 360 Grad Feuerradius, also rundum, gilt als 6 Plus, also Soft Scanned Vehicle, hat die Recce-Sonderregel und Frontal Armor. Was aber eigentlich nur heißt, dass das Fahrzeug mit Small Arms, also mit Handfeuerwaffen, von vorne nicht kaputt gemacht werden kann, aber gepinnt wird es halt trotzdem. Genau, dann geht das Ganze weiter. Ja, wir haben wieder ein paar schöne Szenarios mit dabei. Und da gibt es noch was Neues für die Deutschen. Der Grenadier-Radfahrzug-Squad ist ein regulärer Infanterie-Squad mit einem NCO und 4 Mann. Und die haben als Standardausrüstung Gewehre und Fahrräder. Auch da kann man wieder 4 Jungs dazu packen, dass wir auf 9 Leute kommen. Der NCO kann eine MP haben, wie auch immer. Der NCO und 3 weitere können ein Sturmgewehr haben, ja, auch klassisch. 2 Leute können eine Panzerfaust kriegen. Wenn keine Panzerfäuste genommen werden, kann einer ein leichtes MG haben mit einem Ladeschützen. Genau, das Ganze kann man auch machen, wenn man einen Zugtrupp machen möchte, also sprich ganz viele Fahrer dazu haben möchte. Wenn man 2 oder mehr Grenadier-Radverzugsquads mitnimmt, dann kann man den Platoon-Officer mit seinen Jungs auch mit Fahrrädern ausrüsten. Ja, ist vielleicht ganz lustig. Sind ein bisschen schneller als normale Infanterie-Jungs. Wer dran zu spielen? Ich habe bisher noch nicht so wahnsinnig viele 78mm Fahrradfahrer gesehen. Aber die gibt es sicherlich irgendwo da draußen. Sonst muss man halt ein bisschen bauen. Ja, lustige kleine Einheit. Finde ich, bringt schön viel mit rüber. Dann haben wir eine Sondereinheit. Und zwar den Sergeant José Mendoza López. Kostet 100 Punkte als Veteran. Sind 3 Männer. Die haben einen Medium Machine Gun mit dabei. Und der liebe Mendoza kann sein MG quasi nach einem Advance auch noch feuern. Wird dann aber als leichtes MG gewertet. Genauso ist der gute Junge ein Tough Fighter. Kann 2 Würfel rollen, wenn er angreift. Die anderen Jungs nur einen. Und sie ignorieren alle Pinmarker, das ist die Suicidal Bravery. Ja, ich glaube, auch der macht bei speziellen Szenarien richtig Spaß. Der kann massig Feuerkraft raushauen und ist hochmobil. Was haben wir noch an neuen Einheiten? Ja, ihr seht schon, Szenarios. So, noch was sehr Interessantes. Für alle Einheiten gibt es Military Police. Und da ist alles Mögliche mit dabei. Da gibt es das US Military Police Corps Squad. Die haben alle mehr oder weniger die relativ gleiche Regel. Die einen können Motorräder benutzen, die anderen nicht. Oder die anderen haben es schon zum Teil. Aber einfach um die Regeln euch zu sagen, ich lese dann nicht alles vor, was die können. Manche sind regulär, manche sind inexperienced, manche sind Veteranen. Ganz unterschiedlich. Aber eigentlich haben sie alle die Sonderregel Traffic Direction. Die bedeutet Folgendes. Wenn, je nachdem, ob man Amerikaner oder Deutsche oder was auch immer spielt, das ist eigentlich vollkommen egal. Wenn eine amerikanische Einheit oder deutsche oder andere eine Militärpolizeikorps-Einheit in Reserve hat, dann bekommt es plus 1, um Fahrzeuge auf die Straße oder auf die Straße ins Spiel zu bringen. Das heißt, die Minus 1-Regel, die man sonst hat, zählt da nicht.
Und du hast die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit, oder du, je nachdem, get back in the fight. Das bedeutet, wenn eine amerikanische Einheit es verpatzt, einen Rallye-Wurf zu machen, dann dürfen sie gleich nochmal würfeln, wenn innerhalb von 6 Zoll dieses Military Police Corps Squad steht. Genauso ist es beim Feldgendarmerie Squad. Und genauso ist es auch. Es gibt nämlich noch ein Feldjäger-Squad, die haben ein bisschen mehr Ausrüstungsmöglichkeiten. Und da gilt diese Sonderregel mit dem Get Back in the Fight auf 12 Zoll und nicht nur auf 6 Zoll. Ja. Dann gibt es hier den Joachim Peiper als Modell mit Panzer und ohne Panzer. Ja, ob man den in Deutschland spielen muss, sei dahingestellt. Ich werde es nicht tun. Aber trotzdem ist er drin. Es ist eine neue Einheit. Ich zeige ihn euch kurz. Kostet als Infanteriemodell 180 Punkte, gilt als Veteranenmajor. Hat 2 Jungs mit dabei. Die können Pistole, Revolver... Pistole und Revolver, genau. MP, Pistole oder Gewehr mit dabei haben, wie es auf dem Modell dargestellt wird. Und der Piper hat noch eine einzelne Panzerfaust mit dabei. Genau, der hat dann variablen Respekt, nennen sie das hier, was heißen soll, der war nicht überall beliebt, sondern bei manchen war er auch eher verhasst, möchte ich jetzt mal sagen. Alle SS-Einheiten bekommen ein Plus 5 auf die Moral und alle nicht SS-Einheiten bekommen nur Plus 2. Genauso gilt er als Fanatic und sein Team gilt auch als Fanatic. Dann kann man ihn aber auch noch mitnehmen als Medium Tank. Sprich, seinen Panther kostet 44 Punkte als Veteran, 9 plus, wie der normale Panther auch. Auch da gilt die Variable Respect, in dem Fall aber so, dass die Fahrzeuge aus dem eigenen Platoon plus 3 kriegen und alle Nicht-SS-Einheiten kriegen gar keinen Moralbonus. Hat die Sonderregeln Push-Through und Follow-Me, was Follow-Me aber nur mit SS-Fahrzeugen funktioniert. Gut, genug von dem Kriegsverbrecher, gehen wir weiter. So. Auch hier wird eine All-Nations-Einheit, der Chaplain oder Kaplan oder Militärseelsorger oder wie immer ihr noch nennen möchtet. Kostet 20, 25 oder 30 Punkte. Hat keine Waffen dabei. Er kann aber eine Pistole für plus einen Punkt kriegen. Er ist eine HQ-Auswahl. Und die Pistole, wenn er sie denn hat, gilt nur zur Verteidigung. Sprich, mit dem Pfarrer kann man nicht schießen und auch nicht angreifen. Wenn er die Pistole hat, kann es aber natürlich in Close Quarters benutzt werden, wenn er angegriffen wird. Auch er hat die Regel Non-Combatant, denn der Pfarrer ist da, um die Einheiten zu unterstützen und zu motivieren und er ist nicht da, um zu kämpfen. Das heißt, man kann den Chaplain nicht benutzen, um Objectives einzunehmen oder auch zu halten. Da zählt er nicht dazu. Er hat die Inspiring Presence, wenn er einen Orderwürfel kriegt. Außer Down, Down zählt hier nicht. Dann kann er sich eine freundliche Einheit innerhalb von 6 Zoll aussuchen, würfelt einen W6, wieder Inexperience minus 1, Veteran plus 1 und bei einer 4 plus kann der Chaplain einen Pinmarker von der ausgewählten Einheit wegnehmen. Ja, auch hier gibt es wieder Selectors, wo man ihn nutzen darf. Es sind jetzt auch nur ein paar. Ah nein, es sind Ausnahmen, genau. Man kann ihn bei allen mitnehmen. Und zwar, ja, eigentlich alle Listen außer Operation Mercury, Anti-Partisan und Security Patrol. Anti-Partisan Security Patrol bei Deutschland. Bei den Briten fallen die Raiders und Behind Enemy Lines raus und bei Frankreich und den Alliierten fällt die Resistance raus. Alle anderen dürfen einen Pfarrer mitnehmen. Ja, könnte, glaube ich, ganz nett sein und bringt auch ein bisschen ein Thema in die Armee rein. Ja, dann ist hier auch die US Paratrooper Squad Late War drin, die man schon aus der US Paratrooper Box kennt. Ist hier drin. Brauche ich nicht großartig zeigen. Ist, was ich jetzt gesehen habe, das gleiche wie auf dem Zettel in der Armeebox, in der Truppbox. Dann gibt es das Team Snafu Squad. Das auch eigentlich wieder so eine ambiente Einheit ist, möchte ich sagen. Ein NCO und 5 Mann gelten als reguläre Infanterie für 60 Punkte, haben Gewehre mit dabei. Man kann nochmal bis zu 6 Mann mitnehmen, dann wären wir bei 12. Ja, NCO kann wieder eine MP mitnehmen, einer darf ein Bar mitnehmen und die Squad kann Anti-Tank-Grenades mitnehmen. Ja, wenn sie die dabei haben, sind sie Tank-Hunters. Sie haben einen Mixed-Fighting-Background, was zeigen soll, dass die eben sehr zusammengewürfelt sind, eben aus den Überlebenden vom Durchbruch in den Ardennen. Die sich nicht unbedingt gekannt haben, die noch nie zusammen gekämpft haben, deswegen ein bisschen durcheinander. Das heißt, im Grunde haben sie diese, so ähnlich wie die Green-Regel, wenn sie zum ersten Mal ein Opfer bekommen, würfeln sie einen Würfel.
Bei einer 1 wird die Einheit zu inexperienced downgegradet für den Rest des Kampfes und geht down. Und bei einer 3 bis 4 passiert gar nichts. Bei einer 5 bis 6 werden sie Veteranen für den Rest des Kampfes. Ja. Dann gibt's noch die 326 Airborne Engineer Machine Gunners. Das sind MG-Teams. Gibt's als Medium und Heavy. Sind Veteraneninfanterie. Ja, können eine Prepared Position machen. Dann fangen sie das Spiel Duck-In an. In Hardcover, Hidden und in Ambush. Also sind ganz nett. Quasi ein sehr gut eingegrabenes, verstecktes MG-Team. Dann haben wir wieder einen speziellen Charakter. Das ist der Sergeant James Jake McNeese. McNeese, glaube ich, spricht man den. Kostet 30 Punkte und ersetzt, wenn ich mich nicht täusche, einfach einen Sergeant. Gibt dann Tough Fighters an die Squads. Genau, all Pathfinders in McNeese Squad are Tough Fighters. Und er ist eine Airborne Legend. Und das heißt, ja, jede Squad, die er anführt, bekommt plus 1 auf die Moral. Und wir schon eben bei den Pathfinder-Squads waren, da sind die Pathfinder-Squads. Ist Veteraneninfanterie, 90 Punkte, ein NCO und 5 Mann, haben Gewehre mit dabei. Auch hier wieder 6 Mann kann man dazu kaufen. NCO und 5 Mann dürfen eine MP erhalten, sind stubborn und können die Landing Zone Signals machen. Wenn man mindestens eine aufstellt vor dem Spiel, heißt, die sind nicht in der ersten Welle oder in der Reserve, sondern sind schon auf dem Tisch, dann kann jede freundliche Paratrooper und Gleitereinheit in Reserve einen verpatzten Reservetest nochmal würfeln. Das ist vielleicht auch ganz nett, wenn man viele Reserve halten möchte, sind die, glaube ich, ganz gut. Was haben wir noch? Ah, da haben wir noch was. Hätte ich fast unterschlagen. Den 9th Troop Carrier Command Pathfinders. Extra für Bastogne. Also das ist für ein Bastogne-Szenario. Die haben auch wieder LZ-Signals und die haben noch Resupply, was heißen soll, dass sie, dadurch, dass sie abgesprungen sind und eben Munition mitgebracht haben, wird jede amerikanische Infanterieeinheit innerhalb von 6 Zoll um diese Carrier Command Pathfinder Squad die Battle Bastards of Bastogne Rule ignorieren. Gilt aber nur für Bastogne-Szenarios. Deswegen vielleicht nicht so ganz interessant für normale Spiele. Ja, was haben wir noch? Das sind Theater Selectors. Ja, deutsche Einheiten. Wir kommen wieder zu deutschen Einheiten. Es gibt die Einheit Stielau und das sind die Jungs, die sich amerikanische Uniformen geschnappt haben und Panzer geschnappt haben. Das ist hier jetzt die Lead Squad, also quasi das HQ. Ein Leutnant oder ein Oberleutnant, gibt es regulär einen Veteran mit bis zu 3 Männern und da gibt es massig Sonderregeln, die aber dann in den beiden Einheiten fast gleich sind. Also wenn, können wir wieder Anti-Tank-Grenades mitnehmen, dann wären sie Tank-Hunters. Die können US-Equipment mitnehmen. Das heißt, die haben US-Uniformen an, US-Waffen mit dabei, US-Fahrzeuge mit dabei und sind deswegen erstmal nicht erkennbar als deutsche Soldaten, bis sie entweder angreifen oder das Feuer öffnen. Was dann heißt, wenn feindliche Infanterie oder Artillerie oder ein Softskin oder Open-Top-Vehikel die Bewegung innerhalb von 12 Zoll an dem Lead-Squad beendet, dann ist es nah genug, um irgendwas zu merken, dass das keine wirklichen Amis sind. Also vielleicht fehlen Abzeichen, vielleicht hat einer doch einen Karabiner 98 mit dabei. Irgendwas passt einfach nicht. Also sprich, sie merken, na, da ist irgendwas nicht richtig. Dann würfeln die. Auch hier wieder der klassische Würfelmodifikator minus 1 für Inexperienced und plus 1 für Veteranen. Auf einer 4 plus ja, sind sie identifiziert worden und können angegriffen werden. Wenn allerdings der Offizier schon weg ist, gibt es quasi keinen Englischsprecher mehr. Und die werden automatisch identifiziert, wenn sie in 12 Zoll reinkommen. Genau, sie können Behind Enemy Lines machen, sprich sie können ein Outflanking-Manöver machen. Und Lead Unit, die ignorieren dann den minus 1 Modifier. Also auch ganz nett. Das Sowing Confusion ist auch sehr schön. Genau, wenn diese Einheit in Reserve ist, dann muss jede feindliche Einheit, die den Versuch, also das Würfeln, ob man aus Reserve kommt, auf den Tisch zu kommen, die das verpatzt, ist quasi die ist von der Lead Unit umgelenkt worden. Also da stand dann quasi ein deutscher Soldat in amerikanischer Uniform und gesagt, hey, ihr Panzer, ihr müsst jetzt dahinter fahren, was aber falsch war. Das heißt, dann darf sich der deutsche Spieler aussuchen, von welcher Tischkante die feindliche Einheit in der nächsten oder in zukünftigen Runden kommt. Genauso haben sie Paranoia. Wenn der Feind Fubar würfelt, dann gibt es da einen minus 2 Modifier auf den Würfelwurf. Auch ziemlich blöd.
ja, ziemlich böse. Und das Lead Squad oder Lead Squads, die man mitnimmt, zählen als Observers oder Snipers für die Aufstellung. Ja, auch die sind eigentlich wieder nur für die Szenarien da. Könnten auch in manchen anderen Szenarien ganz interessant sein. Ja, es gibt auch einen Infiltration Squad. Im Grunde das gleiche, aber nicht als Kommandoeinheit, sondern als normale Infanterieeinheit. Auch hier gibt es die gleichen Regeln. Sie haben Use Equipment, Tank Hunters, wenn sie die Handgranaten mit dabei haben, Behind Enemy Lines, Sowing Confusion, Paranoia und Infiltration. Dann gibt es die Panzerbrigade 150. Das sind die Jungs, die Panther, die umgebaut wurden, damit sie wie M10 aussehen, dabei hatten und so weiter. Also auch hier wieder quasi die falschen Amerikaner. Dann gibt es die Panzerbrigade, regulär und Veteran. Auch hier immer wieder eine normale Infantry Squad, haben jetzt auch keine so wahnsinnig weiteren besonderen Sachen. Haben Tank Hunters, Use Equipment, Behind Enemy Lines und Paranoia. Dann gibt es den Ersatzpanzer oder Ersatz M10 Panther. Kostet 275, 345 und 415 Punkte. Ist halt ein Panther. Genau. Hat auch Fronttreffer bei 10+. Genau. Und auch hier haben wir wieder dieses Ersatz-Appearance. Also irgendwann fällt es auf, dass es kein M10 ist. Feinde können aber nicht auf den Ersatz M10 schießen oder ihn angreifen, wenn der M10 nicht schon vorher geschossen oder angegriffen hat. Und auch da wieder, wenn eine Feindeinheit die Bewegung innerhalb von 12 Zoll um das Fahrzeug beendet, dann ist es nah genug, um zu merken, oh, warte mal, das ist ja keiner von uns. Dann wird es automatisch identifiziert als Deutsch. Und wenn er eben aufgedeckt ist, dann wird auch die ganze deutsche Einheit, also alle Einheiten, die noch verborgen waren mit dem amerikanischen Equipment oder eben Ersatz-Appearance, aufgedeckt. Außer, wenn man Einheit Steilau mit dabei hat. Die muss man extra identifizieren. Genau. Gibt es noch ein paar andere Ersatzvehicles. Und da schreiben sie einfach, da gab es ja durchaus Stuck-Dreier, die umgebaut wurden oder die angemalt wurden entsprechend. 250er und 251er SDKFZ, Half-Tracks und LKWs, die entsprechend umgemalt wurden. Wenn man sowas mitnehmen möchte, ist das gar kein Problem. Das kostet 10 Punkte auf die Basiskosten von einem Fahrzeug, was dann quasi so die Umbausachen hat. Haben die gleichen Regeln wie der M10, aber da sie halt nur umgemalt sind, immer deutsche Fahrzeuge sind, die man auch als solches erkennen kann, gilt das Erkennen schon auf 24 Zoll, nicht nur auf 12. Ja, dann gibt's hier, den kennen ganz viele von euch, First Lieutenant General Spears. Ja, das war der Verrückte, der da quer durchs Dorf gehüpft ist, um die Informationen weiterzugeben und dann wieder zurückgelaufen ist, quer durchs Dorf unter Beschuss. Band of Brothers ist einfach eine gute Serie. Der gute Junge kostet 175 Punkte als Veteran Captain. Ist ein Offizier und bis zu 2 Männern. Der hat eine Machine Gun und jeder andere damit geht. Halt wieder wie depicted on the model. Er hat Natural Leader. Das heißt, er wird, obwohl er eigentlich nur ein First Lieutenant ist, als Captain gezählt. Dann gibt's A Man with a Reputation. Ja, wer es gesehen hat, ihr kennt die Geschichten um Spears, dass er deutsche Gefangene erschossen hat, dass ihn keine Kugel erwischen kann und so weiter. Und das ist so dieses, dass er eben die Leute inspiriert, bei manchen auch ein bisschen Furcht verursacht. Und der gute Spears kann einen Pinmarker pro Runde von einer einzelnen freundlichen Einheit in 12 Zoll Umkreis wegnehmen, wenn er aktiviert wird. Und das jede Runde. Und er muss dafür nichts würfeln. Das ist schon echt gut. Und er ist unkillable. Was auch eine sehr schöne Regel ist. Genau, wie gesagt, hier schreiben sie auch hier. Der hat ganz viele Sachen überlebt, zum Beispiel eine Granatenexplosion, die nur seinen Stiefel weggeblasen hat. Und eben, was ich gesagt habe, der Sprint durch Feu, wo er eigentlich, weiß nicht, aus 20, 30 Waffen beschossen worden ist, wo nichts passiert ist. Das gibt natürlich auch eine Sonderregel. Was so viel heißt wie, wenn er umgebracht wird, würfelt man einen W6, auf einer 4+, bleibt er da, ohne einen einzelnen Kratzer. Der wird, glaube ich, interessant und ich weiß, wer definitiv in meine US Airborne Truppe rein muss. Ja, neue Einheiten, auch England bekommt ein bisschen was. Sie haben es abgetrennt hier, weil es erst später für die Senat interessant wird. Die Intelligence Section, ja, im Grunde haben sie, man kann sie aufrüsten mit, man kann sie als Kommando oder als Paratrooper Section nehmen oder als normale Infantry Section. Je nachdem bekommen sie halt Tough Fighters oder Stubborn, ansonsten haben sie Intelligence und Behind Enemy Lines, wie die anderen auch. Ja, genauso gibt es hier Corps of Military Police Section.
gleiche Regel wie bei den anderen, also auch nichts so wahnsinnig Neues. Dann sind hier für ein deutsches Late War Fallschirmjägerin Force Platoon die Auswahllisten, was man nehmen darf. Was es jetzt gibt, was ich sehr schön finde für ein Late War, ist ein Green Fallschirmjäger Squad, also sprich Inexperienced Fallschirmjäger für 35 Punkte für 5 Mann mit Gewehren. Man kann 5 Mann mit dazu nehmen. Auch da gibt es die Möglichkeit, MPs mitzunehmen oder Sturmgewehre. Bis zu 2 Mann dürfen ein leichtes MG mitnehmen und 4 Männer können eine Panzerfaust mitnehmen. Ja, und die gelten als Green. Ganz nett, wenn man Fallschirmjäger haben möchte, aber nicht so viele Punkte ausgeben will. Ganz schön. Dann gibt es eine Feldstrafgefangenenabteilung, Guard Force. Also quasi Strafbataillon, Aufpassertruppe. Regulär 50 Punkte, 5 Leute haben Gewehre oder Pistolen mit dabei. Man kann 6 Mann oben drauf packen. Ein Mann kann ein leichtes MG mitnehmen. Ja, es sind Guard Force. Wenn man die mit dabei hat, darf man bis zu 2 Feldstrafgefangenenabteilungen, Convict Squads, mitnehmen. Dann haben sie auch diese Regel Not One Step Back. Das heißt, wenn das Convict Squad einen Order-Test versaut und die 6 Zoll im Umkreis von dem Modell von der Guard Force sind, dann darf die Guard Force sofort ein Modell entfernt von der Convict Squad und sie machen ihren Test nochmal. Genau. Wenn der Order-Test weiter weg als 6 Zoll gemacht wird, darf man quasi sofort diese Guard Force aktivieren, wenn sie aktiviert worden ist. Und schießt auf das Convict Squad. Genau, wenn man einen erfolgreichen Treffer gemacht hat, gibt es einen Retest für den Moralwert. Dann gibt es eben die Convict Squad, das sind 5 Mann ohne Waffen, können bis zu 10 Leute mehr ohne Waffen dazugepackt werden. Man darf ihnen aber, hey, immerhin Antipanzergranaten mitgeben, dann gelten sie als Tank Hunters. Genau, sie sind unarmed, können nicht schießen, aber können in den Nahkampf gehen, haben keine NCO mit dabei. Das ist natürlich auch so. Und die haben so eine Himmelsfahrt. Wenn eben nicht auf sie aufgepasst wird, dann sehen sie nicht so wirklich wirklichen Sinn darin, da irgendwelche Befehle auszuführen, weil es ist ja wahrscheinlich ihr garantierter Tod. Und wenn sie mehr als 40 Zoll von der Guard Force weg sind, dann flüchten sie und sind weg vom Spiel. Naja, auch hier glaube ich eher eine Spaßeinheit, naja, insofern so eine Todeskommando als Spaß angesehen werden kann, aber eher für Szenarios sinnvoll und nicht so wirklich für viel mehr. So, was gibt es noch Schönes? Gucken wir mal durch. So wahnsinnig viel war es, glaube ich, nicht mehr. Na gut, ein bisschen was. Und zwar gibt es hier die Free French. Mit Sonderregeln, also es gibt quasi eine neue Armee, Armies of Free France, Late War. Mit Sonderregeln, Sacred Ground, La Resistance und Local Area Knowledge. Auch hier, es gibt eine Infantry Squad. Es steht dabei, wo die Offiziere und die Medics und die Sachen rausgeholt werden können, aus dem France and Allies Book. Es gibt eine Late War Regular Infantry Squad, können im Grunde wie Amerikaner aufgerüstet werden. Es gibt eine Late War Inexperienced Infantry Squad. Es gibt eine FFI, also Free French, ich weiß es nicht mehr, das ist die Freie Französische Armee, im Grunde Resistance-Einheiten. Auch also sind Green. Es gibt Late War Moroccan Goumir, also die marokkanischen Einheiten und marokkanische Tirailleurs-Einheiten und eine Brigade de Choc-Sektion, also wer Franzosen spielt, gibt es jetzt hier auch für Late War ein paar Sachen. Dann gibt es die Déclosseurs, oder wie immer man das auch spricht, Französisch kann ich nicht so wirklich, sind im Grunde Gebirgsjäger, wenn ich es richtig gelesen habe, und können Skier mitnehmen. Oder haben Skier? Genau, haben Skier. Das sind Mountain Troops, und können haben Skier mit dabei. Dann gibt es auch die Free French SAS Infantry Section, also auch die bekommen jetzt ihre Kommandos. Genau, und dann gibt es noch auch hier die Militärpolizei, die allerdings nur für die Infanterie gilt, nicht die Fahrzeugregel hat. Dann haben wir die French Intelligence Squad, ja, nur die gleichen Regeln wie bei den Amis und bei den Deutschen und bei den Engländern. Ein Medium Machine Gun Team, ein Bazooka Team, Sniper Team mit den Regeln hier. Genau, wir beide Rifles haben, es ist ein bisschen unterschiedlich, manche haben Pistolen, manche haben beide MPs oder können ausgerüstet, manche haben Gewehre, manche hat das Spotter gar nichts, unterschiedlich. Genau. Dann hier noch Artillerie, die Vehicles sind mit dabei. Es gibt hier noch das Esel-Team, wo es eine Regel gibt, dass der Esel eben manchmal nicht mag. Immer wenn man einen Pasch würfelt, macht der Esel nicht, was er soll, weil er stur ist und bockt. Gilt nicht bei Fuba. Um zu zeigen, dass die Kanone, die man transportiert, kann man leichte Kanonen oder leichte Haubitzer mitnehmen, dass die quasi zerlegt wurden, um sie zu transportieren.
Heißt, wenn man die Kanone quasi ablädt und zusammenbaut, bekommt die Kanone und die Crew einen Pin. Wenn man die Kanone auf den Esel auflädt, bekommt der Esel einen Pin. Ja, dann haben wir hier noch die Snow, Mud, Ice and Frostbite Regeln. Pur-Wetter-Sachen, also für Nebel, was mit dem passiert. Fox, also Duck-In-Regeln sind mit erklärt. Reserve-Chaos und Benzinknappheit wird mitgezeigt. Minenfelder sind hier mit drin. Ja, und noch Mountaineer-Sonderregel und das war's. Schönes Buch sind, ich habe auch gesagt, 124 Seiten mit den Credits, 123 Seiten ohne Credits. Viele schöne Bilder drin, paar schöne Farbtafeln mit drin, wunderschöne Miniaturen, tolle Ideen für Wintergelände mit dabei. Also ich muss sagen, auch wenn wir aktuell nichts mit Winter planen oder machen, ist ein tolles Buch, sind schöne Sachen mit drin. Allein schon das durchzugucken und durchzulesen macht Spaß. Lohnt sich definitiv. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, zum Beispiel ein bisschen mehr zu den Franzosen, die ich jetzt eher schnell durchgemacht habe, haut's mir unten in die Comments rein, beantworte ich gern. Ansonsten, Daumen hoch, freut mich riesig. Ja, ein Abo, natürlich noch viel mehr, wisst ihr ja. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Glück beim Würfeln, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, euer Flo. Ciao.